Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Dungeon Crawler. Wir gehen direkt rein und zwar habe ich gerade Bock auf den Benny Bieber. Mit dem versuchen wir hier mal einen Run und es geht direkt los. Die Eigenart oder die Besonderheit von Benny Bieber, er hat hier diesen Bieberdamm, den wir quasi, wenn wir Holzgegenstände einsammeln, verstärken. Das heißt, er kriegt dann Rüstung oder wird auch geheilt, wenn er schon Schaden bekommen hat. Und sollte er Schaden bekommen, kriegen wir mehr Stärke. Und auch die Anzahl an Rüstung, die wir bekommen, skaliert mit unserer Stärke. Also wollen wir irgendwie Stärke buffen und haben dann mehr Verteidigung. Ne? Angriff ist die beste Verteidigung hier so ein bisschen. Je mehr Stärke wir haben, umso besser können wir uns auch deffen. Und ja, meistens kriegt unser direktes Leben gar keinen, wir kriegen meist direkt gar keinen Schaden ab. Also der Biberdamm soll schon im Weg stehen, der hat jetzt nur 10 Leben, der skaliert aber. Mit jeder Runde, die wir überleben, kriegt er 3 maximale Leben dazu. Ich roll hier einmal rein. Gift ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, warum eigentlich nicht? Genau, es gibt dadurch ein paar Sachen, die wir nicht so gut nehmen können. Also, wir, alles das, was irgendwie uns bufft, also zum Beispiel der Schlagring, der uns Ausweichen gibt. Ja, wir können hier nichts aus... Oh nein, das ist sehr schlecht. Ach, dann stirbt der Biberdamm direkt? Oh, nö. Nur weil ich da den einen Dolch nicht erwische. Das ist ärgerlich, direkt hier am Anfang einmal den Stack nicht zu bekommen. Ja, aber an sich ein starker Charakter, würde ich sagen. Ein Dolch ist schon verlockend, wir rollen aber einmal rein. Damit habe ich mich in meinem letzten Run selbst getötet. Das möchte ich diesmal nicht nehmen. Noch mehr Gift. Nimm mal das Schwert. Ja, ich hoffe hier auf einen Magneten früher zu... Oh, das ist so gut. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Noch mehr Stärke ist hier perfekt. Jawohl. Weil Block brauchen wir gar, hilft uns gar nichts. Hilft uns überhaupt nichts. Genau, jetzt noch einen Perk bekommen, dass das Gift auch übertragen wird. Dann sind wir da auf der sicheren Seite und können für ein Giftbild gehen. Oder vielleicht auch, dass wir on-hit immer ein Gift draufhauen. Wäre genauso gut. Und einen Magneten können wir gebrauchen. Ah, der ist schon down. Lol. Ein Magnet wäre auch gut. Ich würfel nochmal rein. Nichts dabei. Oh, das kann alles oder gar nicht sein. Es ist einiges. Das ist gut. 2 Stück sind, ist doch sehr gut. Nice. So, hier von Anfang an Schaden machen, bevor die Spikes da kommen. Und den Spike-Schaden kriegt dann auch der Biber und nicht der Biberdamm. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Wir haben die jetzt schon fast down. Ne? Also alleine mit 7 Stärke in die Runde zu gehen. Die Dolche machen mehr als doppelten Schaden gerade. Das ist so krass. Ja, dann haben wir es schon. In nur zwei Runden ist der Boss besiegt. Magischer Spiegel. Der erste Gegenstand wird 2-mal verwendet. Ist auch super stark. Nehme ich sofort mit. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Finde ich sehr, sehr nice. Ja, mir fehlt jetzt nur noch der Magnet. Dann wäre ich schon happy erstmal. Boah, dass das Schwert verdoppelt wird, ist so stark. So viel Damage. Auch ein One-Shot hier, oder? Ja. Krass. Krass, also Schaden fehlt gerade nicht. Einmal rollen kostet nichts. Also schon, aber nicht so viel. So, hier wollen wir wieder in die Vollen gehen, wenn wir können. Okay, doppelt Schild ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier wird unser Biberdamm ein bisschen getankt. Ein bisschen tankier. Ja, wir haben leider diese eine Runde ganz am Anfang nicht geschafft. Jetzt haben wir 28 Schild. Das ist schade, dass wir da 3 Leben nicht stecken konnten. Aber jetzt haben wir durch die Perks gerade ein so offensives Bild. Wir hauen einfach alles weg, ey. Wir hauen einfach alles weg. Den immer noch nicht. Nee, Schwert, nee, nein. Nein, du hast mich enttäuscht. Okay, ich glaube, dann gehe ich auch auf die Schwerter. Bin eigentlich gerade ganz gut. Das ist so meine maximale Schadenquelle. Auch ich die gerade eher nicht alleine hucke, aber das ist nicht so schlimm. Die machen ja trotzdem, jetzt macht er sogar 3, ja, jetzt macht er 30 Schaden. Plus Stärkebuff, ach. Krass, mehr Magnet. Oh, bin ich lucky. Nice. Den nehmen wir mit. So, der stackt aber da gerade noch nicht so gut. Dann nehmen wir erstmal die Schwerter, dann fallen die nämlich nächste Runde wieder mit rein mit dem Magneten. Und dann ist die Chance sehr hoch, dass das angezogen wird. Das einzige Problem sind diese Metallschilder. Die werden auch mit angezogen, was nicht so optimal ist. Die sind halt so sperrig. Vielleicht muss ich die mal gucken, ob ich die irgendwie löschen kann. Boah, dass ich das goldene Schwert doppelt kriege, ey, ist so krass. Komplett weggehauen. Einmal reinwürfeln würde ich schon, in der Hoffnung auf irgendwas Tolles.
Sparschwein hätte man auch nehmen können, um jede Runde ein bisschen Geld zu farmen. Ja. Ja, schon. Das ist zu spät. Nein, auswendig das Schwert kriege ich nicht. Oh. Komm jetzt aber... Oh, no. Alles nicht so gut. Ich mache hier kaum Damage und eigentlich müsste ich hier gleich am Anfang viel Schaden machen, bevor der anfangen darf, sich seine Rüstung zu geben. Das ist nicht so optimal gelaufen. Immerhin, okay. Ärgerlich, dass ich da nicht in die Vollen gehe. Aber gut, dass ich da das Schwert verdoppelt habe. Das war insaner Damage. Okay. Ja, das war halt absolut, weil das war ja das erste, was ich benutzt habe in der Runde. Deswegen wird da hier der Damage doppelt. Hier nochmal Gift draufstecken. Ein bisschen Bonusschaden ist das ja. Kriege ich hier noch ein bisschen Holz? Nein. Aber ich wollte zumindest ein Schild oder so haben. Naja, 25 Rüstung hat der Herr Kollege hier. Wir müssen mal irgendwie dran vorbei. Oh, der Magnet ist dabei. Das habe ich gar nicht kommen sehen, dass ich den da erwische. Perfekt. Noch mehr Stärke. Let's go. Hier unten könnten wir tatsächlich die Metallschilder loswerden. Was haben wir denn gerade? Ja, ich will aber eigentlich auch das Schwert noch verbessern. Nee. Das wäre schon super krass, wenn ich das noch verbessere erstmal. Das andere wieder doppelt, ne? So crazy, der Damage. Crazy. Sehr schön. Zack, mach fertig. Bam. Stark. Wenn ich hier überspringe und den Kampf mitnehme, kann ich zwei Sachen upgraden. Aber wenn ich hier nicht Geld zum Rollen ausgebe halt. So, unser Biber damals mittlerweile auch schon 37 Leben. Das heißt, da tanken wir auch schneller ein bisschen was weg. Wir haben jetzt ja auch viel mehr Stärke von Anfang an. Das heißt, jedes kleine Holzschild gibt uns jetzt auch gleich viel mehr Rüstung für unseren Biberdamm. Also das harmoniert. Okay, hier können wir einmal neu würfeln. Das harmoniert alles schon sehr gut miteinander. Die Luft fühlt sich feucht und warm an. Ich glaube, das ist ein Gifttrank. Hätten wir nehmen können. Hätten wir tatsächlich nehmen können. So, wir upgraden das. Und wir upgraden den. Und dann hätte ich gern noch Perks. Es ist ein Magnet-Perk dabei, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich den kriege, ist natürlich sehr gering. Mal schauen, was es wird. Ne, der wird's nicht. Gut, was haben wir hier? Wasser wollen wir definitiv nicht. Dann schwimmt das Holz oben. Das ist nicht so genial für den Magneten. Also heilen wir uns hier einfach nach jeder Runde ein bisschen Leben. Das ist ein netter Bonus, ne? Ich meine, ist jetzt nicht spielentscheidend und weltbewegend, aber es ist ganz nice. Nice to have, würde ich sagen. Oh, der Magnet bleibt und so hat alle Dolche da zusammengesteckt. Das ist natürlich stark. Okay, das Gift geht auch auf den Biberdamm tatsächlich drauf. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Aber dieser Schaden, guckt euch diesen Schaden an, den wir austeilen. Die ganzen Dolche machen alle 16 Damage. Nee, noch mehr sogar. Crazy. An sich ist der Wetzstein eine starke Sache. Hm. Aber ich würde hier trotzdem neu rollen. Ja, Stärkering. Sehr schön. Stärkering ist gut. Ja, wieder die Frage, kriegen wir denn die Schweine? Nein, ich kriege nur vier kleine Münzen. No, das Heilen hat es leider nicht gebracht. Schade. So, das wird wieder ein kritisches Matchup. Dieser Boss kann ein Boss sein, der uns komplett aus dem Leben nimmt. Und zwar, wenn der 10-mal blockt, dann schaffe ich das nicht. Ist das der 10-Blocker? Ach, noch ein bisschen was nicht, ne? Aber dann ist das unspielbar. Weil ich mache ja immer gleich 17 Schaden, 15 Schaden mit jedem Angriff. Und ist es der? Nein, es ist der Rager. Oh, das ist gut. Der ist besiegbar. Der ist auf jeden Fall besiegbar. Ah, ärgerlich. Aber der Damm hält. Im Biberdamm geht es dafür gut. Und jetzt haben wir hier einen gesteckten Magneten. Da würde ich gerne einmal... Ah, so nicht. Wir haben auch schon wieder 28 Rüstung, weil wir einfach so viel Stärke haben. Krass. Reicht das schon an Schaden? Ich glaube nicht ganz, oder? Ah, oh, sehr knapp. Aber dann haben wir es nächste Runde. Es ist so insane. Also vorhin gegen den Boss und so. Super krass. Zack. Gewonnen. Das hat ja funktioniert. Stärker, wenn man verletzt wird. Aber wir werden ja selbst kaum verletzt. Wir rollen einmal rein. Kritische Chance erhöhen. Oh ja. Das möchte ich gerne.
So, hier gehen wir einmal rein mit dem Hook. Jawohl, dann nehmen wir nochmal das goldene Schwert mit und hauen den noch weg. Dann kriegen wir auch wieder keinen Schaden mehr. Doch, doch, der hat sogar, wir haben sogar Stärke bekommen dann. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Minimal nur Schaden, aber das ist ja gut. Das ist ja alles Stärke dann. Ja, und das war's schon wieder. Ist das krass. Also es geht gerade zu gut, muss ich sagen. Heck, wir wollen kein Gift-Dings mitnehmen. Wir haben den einen Giftdolch, aber wir spielen jetzt hier nicht auf Gift. Das hätte was werden können, also ne, grundsätzlich. Aber wir haben nicht die Perks bekommen, dass das Gift weitergegeben wird zum Beispiel und so. Das spielt sich gerade einfach nur wie ein Dolch. Also ja, nicht weiter besonders. Können wir gar nicht mehr mitnehmen, ne? Noch ein Dolch? Eigentlich nicht so verkehrt, ne? So. Wunderbar. Schmeiß das da mal rein. Mach mal Schaden erstmal. Und dann gucken wir mal, wer noch überlebt. Gut. Lebt nur noch der eine. Das ist doch entspannt. Der ist auch schon fast down dann. Ja, wir müssen nicht mal Rüstung stacken. Wir können ja einfach für den Finish gehen. Boah, das Schwert wieder verdoppelt. Es ist so krass. Einmal würfeln machen wir. Ich habe noch nichts, was Block zerstört. So, normalerweise ignoriere ich diese Runden gerne und mache die nicht. Weil das ja auch riskant ist, mehr Runden zu spielen, ist ein höheres Risiko auch drauf zu gehen. Aber dadurch, dass der Biberdamm ja durch jede Runde, die wir überleben, drei Leben, also die er überlebt, drei Leben dazu bekommen. Und ich gerade so ein starkes Bild habe, finde ich, dass ich hier ganz gut durchkommen sollte. Ja, nehme ich die Runden alle noch mit. Noch ein Stärkering. Eieiei, die können wir alle upgraden halt gleich. Da freue ich mich drauf. Das ist doch nice. So, da einmal schön in die Masse rein. Oh, das Gift zum Beispiel ist einfach nicht existent, wenn man so will. So, einmal das. Kriegen wir da noch mehr Waffen? Oh, mit dem Magneten sogar wieder. Ist das krass. Ja, dann, also, dann ist das auch weg. Hat sich das auch erledigt. Man huckt da so krass rein, das ist so crazy einfach. Die kann man noch gebrauchen, die nehme ich auch noch mit. So, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Dann nehmen wir noch Geld mit. Gut, das Gold wird ja verdoppelt, genau. Wenn ein Schweinchen das erste ist, was reinfällt, dachte ich mir, dann ist schon worth. Den Fight können wir auch noch machen. Der wird es jetzt auch nicht dran scheitern. Oh, dass natürlich jetzt der Magnet verdoppelt wurde, ist nicht so optimal. Ah, wir hauen den ersten weg, den Rest tankt der Biberdamm. Und wir kriegen drei Stärke dazu, das ist okay. Das ist doch ganz gut. Ah, da wird der Magnet weggeschleudert. Aber der Damage ist da. Ja, und mit den Dolchen könnte es dann schon reichen, glaube ich. Ja. Crazy. Noch ein Dolch? Warum nicht? Dann holen wir uns noch den Perk. Wer weiß, was wir da noch kriegen. Und dann gehen wir natürlich noch... Oh, ich hatte gerade wieder gesagt, mit dem Magnetismus. Ja, ich glaube, das wird nicht stacken, aber... Nehmen wir es mit. So, dreimal das upgraden, einmal das upgraden, weil das kann ja Block zerstören. 7 Schaden, 6 Gift, 10 Schaden. Ja, dann upgraden wir noch einen normalen Dolch und gehen hier zum Boss von Ebene 4. Auch der ist wieder scary, so von der Aufmachung her. Kann das einer sein, der uns ein großes Problem wird? Ich weiß es immer nicht. Die haben alle unterschiedliche Farben, aber sehen sonst sehr ähnlich aus. Es ist der, der einen Angriff reflektiert. Es ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Weil ich habe jetzt halt als Biber 19 Schaden genommen und das ist natürlich sehr blöd. Aber ich hoffe einfach jetzt in der Runde jetzt hier, so richtig schön in den Magnet reinzukommen. Nein, komme ich nicht. Ja, weil jetzt wurde er halt einmal nicht reflektiert, versuche ich natürlich dann den maximalen Damage zu machen. Aber das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert und wir stacken weiter Stärke. Und das erhöht tatsächlich das Risiko, dass das hier schief geht. Oh nein. Oh.
war halt das krasse Schwert. Unser Biberdarm tankt aber auf jeden Fall den Angriff und ich habe wieder nur ein Schwert erwischt. Jetzt einmal Lucky in den Magneten reingreifen oder es reichen schon 2-3 normale Angriffe. Gib mir einfach nur 2-3 durch und wir gewinnen das. Ja. Oh, das war sehr knapp. Also dieses Schaden zurückwerfen ist sehr, sehr effektiv gegen mich. Hoi. Das ist eigentlich stark, dann kommt von Anfang an der Magnet mit rein, oder? Gut. Dann kümmern wir uns mal um die nächsten Gegner hier. Bisschen den Biberdamm vorne stacken, aber ich glaube, wir besiegen sogar den ersten Gegner schon. Das heißt, ich kriege gar keinen Schaden. Genau, also ich hatte ja einmal dieses Schwert, wo ich mir selbst Schaden gemacht habe und das war mein Untergang. Weil ich fand die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt, weil ja der Biberdamm normalerweise den ganzen Schaden bekommt, aber es war dann zu viel Self-Damage. Einmal rollen kann ich machen. Das hilft mir alles gar nichts. Okay. Der Kaktus wäre auch nur ein weiterer Holzgegenstand und hätte sonst keine besondere Eigenschaft. Aber wir kriegen 10 Gegenstände mehr und trotzdem den Magneten nicht im ersten Zug. So viele Items habe ich schon. Crazy. So ein Schild gebe ich mir, damit wir die Biber dann nicht so viel Schaden bekommen. Denn wir müssen ja schon, also der hat zwar 70 Leben mittlerweile, aber ein bisschen drauf achten sollte man schon. So, und da kommt die Axt leider ein bisschen zu spät, um die Rüstung zu zerstören, aber der Damage reicht. Einmal würfel ich neu. Noch ein Magnet. An sich nicht verkehrt. Finde ich gut. So, ich kämpfe mal den Weg zum Boss frei. Ich glaube, wir können hier alle Stages mitnehmen. Ja, das ist schon sehr krass. Die Magnete hängen dann aneinander, miteinander, übereinander, voreinander, untereinander. Noch ein paar Stärkeringe mitnehmen und noch mehr Damage machen. Crazy. Crazy. Zack, zack. Macht mir zweimal Damage, nicht so schlimm. Was da alles mitkommt. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Boah, ist das gut. Und das kommt wieder in der Stage. Das war bei meinem letzten Run mit Felina. Könnt ihr euch hier jetzt... Ich glaube, ich kann das irgendwo einblenden hier. Könnt ihr euch das auf jeden Fall auch angucken. Habe ich auch den Stärketrank genau, ich glaube, bei der Begegner bekommen. Das war dann der Buff für den Boss, den ich noch brauchte. Das war so krass. Und hier glaube ich auch, dass das sehr, 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 sehr stark ist. Und uns auf jeden Fall... Helfen wir, dieses Match jetzt zu gewinnen, hoffentlich. Den Run zu beenden, siegreich, wäre schon stark. Würde mich freuen. Ja, krass. Einfach weghauen, ey. Einmal neu würfeln. Nichts dabei. Ja, ich hau hier alle weg. Ich will hier das Geld mitnehmen. Weil diese letzten Stages geben natürlich auch umso mehr Gold. Weil wir schon so weit vorangeschritten sind. Und dann will ich noch ein paar Dolche upgraden, nämlich. Diese doppelte Magnetsache ist so stark. Die hängen einfach aneinander und das ist so strong, ja. Komplett. Die kommen nicht mal zum Angreifen, ne? In der Stärke. Mal die Begegnung einmal. Ja, leider haben wir ihn nicht erwischt, aber wir gesehen, wie diese Magneten da aneinander ranketten. Wenn ich den Magneten halt noch upgrade und so, dann hat er auch mehr Stärke. So, der stirbt am Gift. Noch ein Ring der Stärke. Crazy alles. So, vielleicht kriegen wir hier die beiden Schweinchen und das eine wird noch verdoppelt. Dann kriegen wir hier noch mehr Geld raus. Jawohl. Stark. Dann machen wir mal das hier. Mit dem Biber hier. Maximale Stärkeringe einsammeln. Crazy. Ist das viel Damage, den wir jetzt schon machen. Reicht der Damage da hinten schon wieder? Nee, diesmal nicht. Gibt sich die Rüstung. Aber jetzt kommt halt die Magnetklaue. Zack, das war's. Da hilft keine Rüstung. Da hilft wirklich nichts mehr. Einmal roll ich rein. Will ich alles nicht haben. Ah, das Gold wollen wir mitnehmen natürlich. Versuchen wir es hier. Bisschen Risiko, dass der Heiltrank gedoppelt wird. Nein, wieder nicht. Wir kriegen beide Schweinchen. Wir kriegen ein Schweinchen doppelt. Wir haben auf jeden Fall gleich genug Gold. Und wir könnten sogar die Metallschilde dann verkaufen. Eine Überlegung wert. Weil die sind das kleine Minusproblemchen gerade bei dem Bild. Ich glaube, die will ich verkaufen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Wir gucken uns das gleich mal an. Na, das ist vielleicht nicht verkehrt. Nice. Zweihänder brauchen wir hier nicht mehr. Der wäre im...
Ach du Scheibenkleister, das könnte hier stark sein, ne? Die erste Klaue ist ein Magnet und zieht alle... Komm! Ich habe das noch nie benutzt, ich habe mir das noch nie genommen, das Item. Warum denn nicht? Weil dann haben wir einen Magnet, der die Magneten anzieht im Endeffekt, oder? Muss ich mir das so vorstellen? Ja, den Biberdamm an. 91 Leben hat er jetzt schon. Crazy. So, erstmal Stärke verdoppeln und dann nochmal Stärke obendrauf. Ist auch nicht verkehrt, du. Ah, wir müssen dafür den Magneten gehen, würde ich sagen. Und das haben wir. Das sollte reichen. Wir machen so viel Schaden. Haben sogar einen kritischen Treffer gerade gesetzt. Einmal würfel ich. Ja, wir nehmen hier alles mit. Der Run wird dadurch länger, aber wir nehmen hier alles mit. Ich decke mich hier lieber für den Boss nochmal auf Nummer sicher gehend hier hoch. Kriegen wir da den Magnethook? Ja! Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt, wie gut das funktionieren wird. Ey, das ist ja absolut crazy. Das ist ja wirklich nur noch dumm. Das ist super stark. Also, das ist super stark. Dann können wir auch noch einen Dolch mitnehmen. Ach du Scheibenkleister, ey. Hab ich viel Zeugs. Die ganzen Holzschilde und so sind immer noch super wichtig, weil wir müssen ja auch mal Damage blocken können. Aber ich mache einfach so einen absurden Schaden mittlerweile. Wenn ich eine zweite Magnetklaue kriege, nehme ich eine zweite Magnetklaue, du. Okay, das kostet 48. Das ist okay. Dann nehme ich die alle raus, weil ich brauche die gar nicht. Ja, schreddern. So, und dann wollen wir hier noch erstmal den upgraden, das ist wichtig. Das upgraden. Ja, und dann fehlt uns eine Münze, um noch was zu upgraden. Ist okay. Wir haben die Core-Elemente so auf zum Boss. Ich kann nur hoffen, dass das, wie ich mir das in der Theorie vorstelle, in der Praxis jetzt auch funktioniert. Ich denke mir halt, wenn ich den erwische, nächste Runde, nehmen wir alles mit und machen einen One-Shot. Ich weiß nicht, wie stark das ist. Nein! Okay, so viel zum One-Shot. Das hat es einfach wieder weggeschmissen. Ja gut, okay. Guckt euch den Damage-Stack an, ey. Oh, wir kriegen aber gleich durch die Bombenschaden als Charakter. Ne, wir machen den weg. In einem. Das war ein krasser Run. Das war perfekt. Das war nice. Ich wünsche euch viel Spaß, denn ihr könnt das Game selbst spielen. Das ist gerade eine Gratis-Demo spielbar. Also einfach mal Spiel runterladen, einfach selbst spielen, den Build und andere Builds ausprobieren. In die Kommentare gerne schreiben, wie ihr mit dem Biber schon gewonnen habt, was man da noch ergänzen kann oder ob es einen ganz anderen Ansatz gibt. Ich hatte ja echt viel Glück dann auch mit allem und es war sehr, sehr cool. Ja, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.